Ashad De Cansada liebt seinen Sport. Seit 2004 lernt der 13-jährige Taekwondo beim GKV Lotus Eppershausen. Selbstbewusst und stark macht ihn das Training. Seine Familie, Kriegsflüchtlinge aus Kabul, Afghanistan. 5 Geschwister hat Ashad. Er selbst schlägt Wurzeln in Deutschland, hat das Bleiberecht. Sein Vater dagegen nicht, nur mit ungewisser Zukunft lediglich geduldet. Umso wichtiger der Sport für Ashad. Seine erste Medaille, sein erster Sieg beim international besetzten Nikolaus-Cup seines Vereins Lotus Eppershausen. Väterlicher Freund und Ashads Trainer Erko Kalac. Seinen Nationalsport Karate hat er aus Serbien-Montenegro mitgebracht und kindgerecht eingeführt. Nationaltrainer ist Kalac in der Heimat, Lehrer und Trainer in Deutschland. Mit 3 Sportlern fing er an. Jetzt hat sein Verein über 360 Mitglieder. Ausländer, Deutsche, Gesunde und Behinderte. Wir versuchen alle dabei zu haben, nicht nur ausländische Kinder, weil es ist sehr wichtig, dass deutsche Kinder dabei sind, dann schaffen wir diese Integration. Dass Integration über Kampfsport funktionieren würde, sorgte zuerst für Skepsis bei der Volksbank Eppershausen, dem Partner der Sterne des Sports. Diese Vorurteile gab es bei uns in der Bank zunächst auch. Kampfsportverein, was machen die? Viele Ausländer drin, was ist das? Aber wenn man sich die Mühe macht, sich den Verein und das Umfeld mal näher betrachtet, also ich habe dort niemals prügelnde Kinder gesehen, ich habe immer nur Kinder gesehen, die mit großer Disziplin, mit großem Eifer und großem Fleiß ihre Übungen machen. Das Konzept der offenen Sportgruppe funktioniert. Allein 30 Flüchtlingskinder dürfen mitmachen, auch ohne Vereinsbeitrag. Unterstützt werden die Sportler von vielen Seiten. Die Kirche stellt ebenso einen Trainingsraum wie ein Fitnessclub und die Stadt. Außerhalb der Schule entstehen so Freundschaften und eigene Ziele, wie bei Ashad. Was für ein Ziel? Dass ich beim Hessenmeister teilnehmen darf und beim Europameister. Das Talent hat er, bescheinigt ihm sein Trainer. Fleiß und Disziplin lernt er durch das Training. Auch Kinder wachsen mit ihren Aufgaben. Ashad hat eine Zukunft.